ich stehe auf, manchmal um 7:30, manchmal um 8:30. Mhm. Bin nach einer Stunde im Bad fertig. Was machst du eine Stunde im Bad? Das dauert alles so lange bei mir. Ach so, wenn man nicht mehr so schnell alles macht. Ja, mhm. Und zwei, dreimal fällt einem was runter. Dann muss man sich ganz langsam bücken. Ja. Dass man sich nichts bricht. Und noch langsamer aufrichten. Und dann gehe ich etwa um 9:30 in meine Küche und richte mein Frühstück. Ich toaste mir ein Brötchen, mache mir den Kaffee in der Kaffeemaschine. Manchmal stelle ich die Kaffeekanne schief hin. Dann läuft nach 5 Minuten der Kaffee nicht in die Kanne, sondern auf den Fußboden. Das ist die Podcast-Oma und zwar gemeinsam mit ihrer Enkelin Kim. Und vielleicht habt ihr schon gehört, warum das mein Hörgenuss des Monats ist. Denn ich habe diesen Podcast entdeckt und war sofort verzaubert und für mich war sofort klar, den muss ich euch vorstellen und näher bringen. Denn hier sprechen Oma Inge, die 1926 geboren ist, und ihre Enkelin Kim, 1987 geboren, also eigentlich in meinem Alter. Und das hat mich alles sehr zum Nachdenken gebracht. Meine beiden Omas, die sind schon vor längerer Zeit gestorben und ich finde, man bereut so an der einen oder anderen Stelle, warum man einfach nicht mal früher schon nachgefragt hat oder allgemein irgendwie so wenig über seine Omas weiß. Und genau deswegen finde ich das ganz toll von Kim, dass sie sich jetzt jede Woche, ich glaube mittwochs, mit ihrer Oma zusammensetzt und ein bisschen plaudert über Gott und die Welt und dabei nehmen sie gleichzeitig auch für den Podcast auf. Was auch heißt, wir haben hier sowohl ernste als auch lustige Themen. Von der DDR über Friseurbesuche in den 50er Jahren, Tätowierungen, aber auch Frage-Antwort-Runden, also man kann jederzeit Fragen an die Podcast-Oma senden und die werden dann immer mal wieder in den Podcasts beantwortet. Und ja, diese Mischung gefällt mir total gut, dass sie ja von früher erzählt, wie selbstverständlich das ein oder andere für sie damals war, dass man zum Beispiel einfach sehr, sehr wenig hatte und das lässt einen dann das Leben wieder ganz anders schätzen und man weiß gar nicht, wie gut man es eigentlich hat. Ja, solche Sachen, die einen so ein bisschen zum Nachdenken anregen, aber auch die lustigen Situationen, denn Oma Inge ist keinesfalls eine typische, klassische Oma, wie man sie sich so vorstellt. Zum Beispiel senile Bettflucht ist bei ihr überhaupt kein Thema und man kann wirklich herzlich mit ihr mitlachen. Die beiden sind wirklich super unterhaltsam und jeder, der keine Oma mehr hat, sollte diesen Podcast hören, einfach um mal wieder ein Gespräch mit einer Oma mitzubekommen. Jeder, der noch eine Oma hat, sollte diesen Podcast auch hören und zwar einfach ja als Inspiration vielleicht sich selber mal mit seiner Oma wieder an den Tisch zu setzen oder überhaupt mal an den Tisch zu setzen und ein bisschen nachzufragen. Sag mal, Oma, wie war das denn früher eigentlich? Und ja, ich kann es leider nicht mehr tun, aber gegebenenfalls der ein oder andere, und das kann ich euch wirklich nur empfehlen, es macht ganz, ganz viel Spaß, den beiden zuzuhören. Ihr könnt diese Podcasts eigentlich überall hören, wo es Podcasts gibt. Also iTunes, ich höre es auf Spotify, aber auf der Homepage, die podcastoma.de, könnt ihr
auch die Podcasts anhören, wenn ihr jetzt keine dieser Plattformen besitzt. Also ihr kommt auf jeden Fall kostenlos an den Hörstoff. Und ja, vielleicht hat euch auch die Hörprobe ganz am Anfang Laune gemacht, da ja ein bisschen näher reinzuhören. Ich würde das den beiden auf jeden Fall sehr, sehr gönnen, wenn sie ganz viele Zuhörer haben. Und ja, wer jetzt sagt, Podcast ist nicht so wirklich mein Medium, ich lese lieber, für den habe ich auch einen Tipp. Und zwar kam jetzt erst ein Buch raus im Oktober über die Podcast-Oma und ihr Leben. Ich glaube, es ist relativ analog zum Podcast selbst. Das da heißt, Opa hätte ein super Like gekriegt. Und ich denke, auch da erfährt man sehr, sehr viel Witziges, Interessantes und Persönliches über die Podcast-Oma. Außerdem verlinke ich euch gern noch ein Video, wo man sich mal anschauen kann, wie das überhaupt aussieht bei der Podcast-Oma zu Hause und wie das aussieht, während einfach der Podcast aufgenommen wird. Das fand ich auch total interessant und ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein wenig Lust darauf machen und ja, freue mich auf jede neue Folge. Die sind auch meistens nicht so lang, also so um die 20 Minuten immer. Das kann man mal schnell dazwischen schieben. Viele Podcasts dauern ja dann immer eine Stunde, aber der mit der Podcast-Oma ist ja, immer in einer sehr guten Länge, dass man das zwischendurch auch mal hören kann. Und wie gesagt, man bekommt wieder einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Und deswegen kann ich euch das nur uneingeschränkt ans Herz legen. Und verratet mir doch gern in den Kommentaren, ob ihr die Podcast-Oma bereits kennt, ob ihr mal reinhören möchtet. Ansonsten auch gerne Anregungen für ähnliche Podcasts. Ich verlinke euch außerdem die Playlist zum Hörgenuss des Monats unten in der Infobox. Denn wie ihr bestimmt bereits wisst, ich bin nicht alleine beim Hörgenuss des Monats. Es machen noch ganz viele andere Mädels mit und die sind alle in der Infobox verlinkt und auch die Playlist, wo wir unsere Hörgenüsse des Monats vorstellen, findet ihr alle dort und solltet ihr auch auf jeden Fall mal reinschauen. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das Video guckt. Hört gleich mal bei der Podcast-Oma vorbei und wir sehen uns dann ganz bald im nächsten Video wieder. Tschüss!